Hallo, ihr Buchseller draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games auf meinem Kanal. Wieder mit Zatani. Und wir wollten weiterreden über das Thema Facecam, ja oder nein. Ich habe ein Steinschwert, Sticks läuft bis jetzt. Ich habe dich gesehen. Hardcore Lag. Okay, ich gehe hinter dir raus, hinter dir, wo du gerade bist, so, ne? Ja, letztes Mal haben wir ja mal ein bisschen darüber geredet, finanziell, was das so kostet, beziehungsweise, ja, dieses ganze Finanzielle, das ist natürlich immer ein Gegenargument. Qualität kostet nun mal auch ein bisschen. Und, heute werden wir mal ein bisschen darüber reden, über die menschlichen Sachen, also was bewirkt es auf einem YouTube-Kanal. Oh, jetzt hartes Battle gerade. Okay, nicht sterben. Ja, da war Torbe. Okay. Ist einfach besser, weil sonst ist es okay. Einfach mal in Ruhe. Jo, ich habe jetzt noch, die Truhe habe ich gelootet. Ich habe übrigens 4 Eisen. Oh, sehr nice, ich habe Sticks. Und ich habe Sticks. Also lass mal zu dem Haus, wo wir immer Essen holen, weil da gibt es auch Workbenches drin. Ja. Da war noch eine Truhe. War ein bisschen Rüstung. Da war super. Noch eine Truhe. Hashtag super geil. Noch. Okay, wir gehen jetzt aber mal auf das Thema ein. Genau. Wie gesagt, letztes Mal haben wir ein bisschen über das andere geredet. Wie viel Aufwand das ist, blabla, was es kostet. Mehr dazu, wie gesagt, im anderen Video. Es gibt es auf dem Kanal von Zatani und natürlich auch bei mir. Zu sehen in der letzten Survival-Runde. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir ein bisschen darauf ein. Auf was gehen wir denn genau ein? Erstmal, was bewirkt es denn? Welche Vorteile birgt es? Das habe ich so schön ausgerückt, das war Wahnsinn. Birgt. Ja, toll. Ja, geil. Ich bin stolz auf mich. Welche Vorteile birgt es und welche Nachteile? Verbirgen sich. Verbirgen sich. Okay, das hört sich dann nicht mehr ganz so schön an. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Oh, nee. Torbit ist das. Okay. Ich gehe weg. Du süßer Boy. Ja, pass mal auf. Jetzt Unerwartetes. Bam. Die Vorteile von so einer Facecam würde ich sagen, auf jeden Fall, das wirkt auf jeden Fall authentischer, wenn ich da einen sehe, sein Gesicht oder so, dass du siehst halt auch, wie der halt reagiert und das ist irgendwie so das Tollste, finde ich, da dran. Genau, also, das ist einfach so, man kann sich ja mal das Beispiel Ungespielt oder Gomma HD, das habe ich ihm auch vor ein paar Tagen mal genannt, als wir darüber schon mal so privat geredet haben. Wir gehen erstmal nach ganz oben und holen uns da unsere Eisenschwerter ab, würde ich sagen. Und ich habe mir das Beispiel Ungespielt und Gomma HD genannt. Ungespielt macht Facecam. Wenn man sagt Gomma HD, an wen denkt man da? Da denkt man an den YouTube-Kanal. Ich gebe dir die Sticks. Denkt man an den YouTube-Kanal. Wenn du an Ungespielt denkst, denkt man eher an den YouTuber. Nicht an den YouTuber, denkt man an diese Person. Ungespielt, die da ja irgendwo hintersteht. So, und das finde ich ist ein ganz großer Vorteil einfach, weil, wie gesagt, der Punkt authentisch, ist einfach deutlich persönlicher und, keine Ahnung, die Leute, klar natürlich, wie reagiert die Person, ist auch nochmal so ein bisschen witzig oder spannend oder sowas, weil man da ja auch nochmal ein bisschen mehr sehen kann, klar, aber auch, man kann sich darunter ein bisschen mehr vorstellen, als nur diesen Namen, Gomma HD oder Ungespielt. Und das ist, glaube ich, auch bei einigen ein kleines Erfolgsrezept. Also zum Beispiel jetzt, es ist generell schwer zu sagen. Ich glaube, man mag Leute häufig lieber, die man sieht, weil man sich darunter was vorstellen kann. Klar. Man weiß, wer das ist. Das ist halt so, das ist im Menschen halt so, dass man, wenn man einen sieht und der redet jetzt dabei, zum Beispiel beim Zocken, also jetzt ganz normal hier Facecam bei uns in Videos, da ist das einfach, hat dann eine bessere Zuwendung und so. Genau. Weil der denkt, das ist ja auch nur ein Mensch. Ja, und viele denken einfach, keine Ahnung, also ich wurde auch schon, da war noch eine Truhe. Ich wurde schon so oft gefragt, wie alt ich bin. Da sind teilweise wirklich interessante Jahre rausgekommen. Also ich wurde einmal auf 21 getippt, was ich nicht ganz verständlich finden kann, so. Aber wenn man das sieht, weiß man, wie alt die Person ist. Hat er uns Items geschenkt? Ja, aber ich muss den umbringen. Okay. Reus, guten Tag, ne? Du hast mich gar nicht im Deathmatch mal getötet. Ich habe Schuhe für dich.
Und das. Und ach, eine Hose hier, genau, perfekt. Ja. Also ich glaube, das war so der Hauptgrund. Man kann sich einfach da ein bisschen was drunter vorstellen. Und das ist ja letztlich gut für den YouTuber an sich. Weil es geht ja letztlich darum, um Spaß zu haben. Zumindest ist es bei uns beiden jetzt noch so. Aber man darf natürlich den Punkt auch nicht vergessen. Aber, ja? Was wäre denn, wenn du jetzt ein, versetz dich mal in die Lage, du bist jetzt ein großer YouTuber, ne? Hast jetzt mal 100.000 Abonnenten. Wohnst in einer großen Stadt. Und die Chance ist groß, dass viele von deinen Abonnenten in dieser Stadt wohnen und die wissen, wie du aussiehst. So, du machst irgendwas und wo bist treffen du? dich. Ich bin hier gerade irgendwie. Ja, ist egal, ich komme wieder runter. Die treffen dich und dann wollen die ein Autogramm oder so. Und du willst das eigentlich gerade gar nicht, jetzt irgendwie ein Autogramm zu geben. Das stelle ich mir auch ist so ein es bisschen eben. Blöd vor. Das ist es eben. Und weil also, wenn du dich einmal zeigst, dann hast du dich eigentlich für immer gezeigt. Das ja, ist halt so. Das ist es. Also man wird klar, man wird erkannt. Und das ist auch sowas. Das ist ja bei keinem Fußballspieler oder Schauspieler oder sowas. Was machen wir hier eigentlich? Weiß ich nicht. Hallo. Torbit schreibt mir gerade. Torbit schreibt mir gerade, falls du fast tot bist und weg musst am Spawn ein Leuchtfeuer mit Speed. Ah, danke. Okay, wurden mir noch ein paar Tipps genannt. Ja. Ja klar, also. Was möchte man? Letztlich ist das Ziel ja, womit man mit YouTube anfängt, bei vielen erstmal, die wollen damit Geld verdienen oder sowas. Das ist ja das, was so quasi, was die davon keine Ahnung haben, denken. Mein Ziel war es einfach, erstmal 100 Abos haben, dann vielleicht irgendwann 250, schon mal die Viertel, 1000. Jetzt ist mein Ziel, erstmal die 1000 zu erreichen. Ich laufe einfach mal Satan hinterher, ist mein Führer. Ja, ich laufe jetzt einfach mal irgendwo hier lang. Vielleicht finden wir ja Töppen, die wir töten können. Und ja, das war so mein Ziel. Und jetzt ist mein Ziel 1000 und dann freue ich mich, wenn ich 1000 habe. Und dann geht's weiter, dann sind es vielleicht 5000 irgendwann. Und so muss man sich da, 2500 vielleicht erstmal, die Viertel 10.000. Immer 10.000. Kleinere Ziele auf jeden Fall setzen. Nicht das direkt 100.000 Abos oder Geld verdienen. Das ist der völligst falsche Weg. Genau. Sag ich euch jetzt schon mal. Wenn ihr so denkt, könnt ihr, braucht ihr gar nicht erst anfangen. Weil wenn ihr das nur, macht gutes Beispiel, einer auf dem Test, der fragt mich die ganze Zeit, ob er hier aufnehmen möchte. Das ist... Nee. Ist es die gleiche Person, an die wir beide denken? Ja, okay. Genau. Ja, also dahin ist auf jeden Fall wer, den werden wir gleich mal ein bisschen töten. Bisschen von hinten. Das sage ich dir jetzt auch mal hier im Video, ich will es dir auch nochmal persönlich sagen, wenn du direkt hingehst zu YouTubern und sagst, hey, kann ich mit dir aufnehmen, kennt sich eigentlich gar nicht, dann ist das schon, tot. Kack, oh, ist das Zeug alles weg. Egal, wir haben beide Eisenschwert und so gute Rüstung hatte der jetzt nicht. Ja klar, also zum YouTuber gehen, ich, Zatani, auch wenn wir, sagen wir, auf einer Ebene mehr oder weniger sind, klar hat Zatani 400 mehr, aber keine Ahnung, ich glaube von Aufrufen her auf Let's Plays oder sowas ist es ja das gleiche, ich meine, es kommt ja letztlich auf Aufrufe an, wenn du Geld verdienen möchtest, interessieren ja Abos keine Sau was, wenn du 10 Abos hast, Beispiel jetzt, und 100.000 Aufrufe im Monat bekommst, ganz das gleiche verdienen, wenn du 100.000 Abos hast und 100.000 Aufrufe bekommst, also, Beispiel, das ist komplett... Goldie verdient mehr als Zander. Ja, verdient er? Wahrscheinlich im Monat, also er macht mehr Klicks, kann man so okay. sagen. Okay, oder ist... weniger Abos hat, ja. Ja, das ist also... Ach Gott, bitte hört auf, mich anzustupsen die ganze Zeit, beziehungsweise nicht anzustupsen, MSG... Einmal reicht. Bist du nicht auch beschäftigt? Nee, MSG hier, im... Ach so, in-game. Ja. Nee, also, Aber da muss man halt gucken, ob das wirklich ein Nachteil ist, wenn man dann so in der Stadt oder so erkannt ist. Manche mögen das natürlich. Ich denke auch, dass das manchmal richtig cool sein kann, wenn du wenn du dann einfach mit Freunden unterwegs bist oder sowas und dann will jemand ein Autogramm, klar, das ist natürlich bei uns jetzt noch nicht so. Und einmal kurz dazu zu sagen, wir verdienen beide kein Geld mit YouTube, das wird euch vielleicht aufgefallen sein, ihr habt noch keine Werbung, was machen wir hier eigentlich, das ist so hobbylos. Nee, wir verdienen auch keinen Cent, also, ne? Klar, man macht sich wir so Gedanken darüber, also das bin ich jetzt schon, nein, aber, keine Ahnung, es ist einfach... Also es wäre ein schöner Nebeneffekt, sagen wir es mal so, damit Geld zu verdienen. Klar, wir unterhalten uns darum. Cool, definitiv. Ja, wir unterhalten uns darüber auch, wenn wir einfach so im TS sind, und das sind wir recht viel. Labern wir einfach darüber mal, welches Netzwerk würdest du empfehlen? Sag mal, was wird man damit eigentlich jetzt so verdienen? Wie viele? Okay. Wie viel verdient man mit so und so viel 1000 Aufrufen? Und das ist letztlich nicht viel. Also ihr könnt, auch wenn man jetzt so 700 Abonnenten ich habe,
700.000, ich habe, das ist so deutsch. Wie ich habe. 700.000, okay, jetzt übertreiben wir ein bisschen. 700 Abonnenten, wie ich jetzt habe, da verdient man nichts mehr. Also sehr, sehr wenig ist das, was ich jetzt verdienen könnte. Deswegen möchte ich euch nicht mit der Werbung belästigen momentan. Klar überlegt man sich auch, wäre Twitch Frage ist auch die, mit dem Adblocker und so, das ist ja auch momentan... 20 Minuten Deathmatch, wir müssen in der Mitte. Das ist ja momentan auch wieder so ein Thema. Adblocker sollten absolut verboten werden. Finde ich absolut asozial, solche zu benutzen. Ist meine Meinung. Ich meine, die machen irgendwie das ganze Internet so ein bisschen kaputt. Wie finanziert sich jede Internetseite? Finanziert sich durch Werbung. Ja, wie finanziert sich das Fernsehen? Auch durch Werbung, richtig. Und da kann man nicht die Werbung einfach... Ich finde... Adblocker, ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben. Das ist so ein Luxus mit dem Adblocker, ey. Normalerweise darf es das nicht geben, definitiv. Nee. Das zerstört also von vielen einfach so viel. Und ich glaube, also ich weiß nicht, man darf ja, wir sind beide nicht Monetarisierungspartner, deswegen dürfen wir ja darüber reden, was man in etwa verdienen würde, aber man... Machen wir trotzdem nicht. Machen wir trotzdem nicht. Wollte ich gerade sagen, aber so viel... Da hinten ist wer? Dann ist wieder hin bisher. Ich warte auf dich. Aber so viel kann man sagen, man würde fast das Doppelte verdienen, wenn es Adblocker nicht gäbe. Definitiv. Das sind ja Beispiel, manche, zum Beispiel Spark of Phoenix, vielleicht kennst du den. Ja, klar. Der hat eine Adblock-Rate von 80%. Das müsst ihr euch mal geben. 80% seiner Zuschauer haben Adblock drin. Macht Spark of Phoenix das hauptberuflich? Weißt du das? Der studiert und macht das halt nebenher und ist halt für ihn... Stell dir mal vor, du würdest 80% mehr verdienen. Und da die streiten bei irgendwelchen Tarifstreiks und sowas um Werte von 2, 3, 4%, wenn es hochkommt. Okay, du hast mich noch schön gegeben. Bitte. Danke. Okay. Und die streiken da, das ist echt krass. Also. Wir müssen auch mal sowas machen wie Ramble. Wie weit wir jetzt Ja, bist du? Man kann halt ich über alles so reden, über YouTube. Ich finde, das ist richtig cool immer, mit dir da immer so zu reden im TS. Das ist sehr interessant, wirklich. Ich glaube, weil wir beide recht viel Ahnung so haben, weil wir sind beide sehr, sehr lange. Mein Kanal, ihr denkt jetzt wahrscheinlich... Ja, ich glaube, ihr... Oh, am Spawn, da wurde jemand geschlachtet. Ich glaube, da sind echt interessante Gespräche schon entstanden zwischen Dennis, uns. Wo bist du? Am Spawn ist wer? Den werde ich gleich angreifen. Der craftet sich gerade was. Jetzt läuft er weg. Oder ist es Torbit? Ich laufe von Torbit weg. Ich habe keinen Bock, mit dem zu kämpfen. Lass ihn. Das lohnt sich nicht. Mit dem zu kämpfen, das ist wie Selbstmord. Okay. Wir haben es gar nicht mehr auf Facecam groß eingegangen, aber ich glaube, ihr habt unsere Meinung verstanden. Und ich bin mir noch unsicher, ob ich das reintun werde. Ich werde es mir mal in Ruhe auf jeden Fall überlegen, weil das ist ja schon dann eine Entscheidung. Die den Kanal verändert, weil ich meine, alle wissen, das bist du. Ich will nicht mit Torbit kämpfen. Kein Team, lassen uns aber in Ruhe. Erstmal würde ich sagen. Ja. Sei denn, du kommst mir voll in die Quere. Lauf ja nur rum. Wow, ich hab geschossen. Ich will noch einen Kill holen. Oh ja, den habe ich in der Kombo. Jetzt hat er mich in der Kombo. Oh, ich sterbe doch nicht. Gut. Oh Gott, weglaufen. Also, ihr könnt euch ja mal wünschen, ob wir einfach mal generell ein bisschen was über YouTube labern wollen, weil wir sind beide sehr, sehr lange im Geschäft, sage ich mal. Auf dem Kanal bin ich jetzt seit 7 Monaten. Du lebst noch, gut. Auf dem Kanal bin ich seit 7 Monaten. Nicht mehr lange. Okay, ich greife mal Torbit an. Oh, der hat ja gar keine Rüstung. Ja, aber der hat mich... Der hat mich abgelegt. Oh, danke. Alter, der hat mir übel gegeben, auf jeden Fall. Der ist richtig gut in PvP. Torbit ist einfach Baba. Okay, sag, wenn du voll gerackt bist. Bin ich noch nicht. Okay, dann geht's einfach hier ab. Wir können ja einfach noch ein bisschen erzählen, oder? Genau, labern wir einfach noch mal ein bisschen weiter. Also klar, Facecam hatte Vor- und Nachteile. Für mich sind es mehr Vorteile, gerade weil ich... Was findest du denn so toll an der Facecam? Das würde mich mal interessieren. Ich finde es einfach geil, dass man das Ganze persönlicher machen kann, dass einen Leute sehen, weil es gibt einfach so viele Vlogger oder sowas und bei denen ist es ja auch nochmal... Ich meine, jeder weiß, wer eine Floyd ist oder sowas. Ja, und jeder kann sich darunter was vorstellen. Und das ist es einfach, was mich darin reizt, zu wissen, dass die Leute wissen, wie ich aussehe. Und
Ich finde ich einfach schöner. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und es muss wirklich jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte. Aber was noch ein Nachteil ist, was ich jetzt gar nicht angesprochen habe, man muss natürlich immer halbwegs gepflegt aussehen. Also es ist jetzt nicht so... Ja geil, jetzt ruft mich mein Vater. Nice, wir müssen die Runde zu Ende bringen. Okay, dann greifen wir uns jetzt einfach an. Und dann, wir können ja noch mal ein bisschen aber das labern über YouTube. Ich will mir das auf jeden Fall mal überlegen mit dem mit der Facecam. Oh, was tot? Ich dachte, du hättest noch so viele Herzen gehabt. Also, läuft. Ich war jetzt angeditscht. Ach, warum hast du... Ach so. Okay. Ja, okay. Gut. Aber okay. Ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, worauf wir hinaus wollten. Facecam Vor- oder Nachteile. Klar, hat jedes Thema irgendwo. Wir können ja einmal ganz kurz so zusammenstellen alles. Vorteil einfach, ist es persönlicher. Und das ist einfach so ein großer Vorteil, dass man da eigentlich nicht viel mehr dazu sagen muss. Dazu zähle ich jetzt... Oh, 1-0 für Menu. 1-0 für Menu. Oh, Bayern. Okay, wir beenden schnell die Folge. Ich will das schon noch sehen. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Jo. Und macht's gut, Leute. Ciao. Bye, bye. So, jetzt. Oh, das City hier. Ciao.